Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Sky Factory. Und wir sind jetzt hier wieder nach unserem lustigen Geschehen hier mit den Tieren. Und wir wollen heute mal was Schönes automatisieren. Denn dafür brauchen wir auch noch einige Sachen, die wir uns dann erstmal machen werden. Wir brauchen zum Beispiel auch nochmal wieder die Extraction Pipe, jedenfalls eine davon. Und wir brauchen eine Enderkiste. Dafür brauchen wir Ballon-Dingens. Jetzt müssen wir in den Nether gehen. Oh nein, das wird ein bisschen heftig werden. Wir haben zwar Blaze Powder, aber keine Blaze Rods. Und Blaze Essence kriegt man auch erst, wenn man Blaze Rods hat, glaube ich. Deswegen lassen wir doch erstmal alles hier zu Hause, schätze ich. Und wir gehen einfach mal in den Nether und holen uns da ein paar schöne Sachen. Dann können wir erstmal alles wegmachen. Ja. Chunkloader müssen wir auch unbedingt machen. Obsidian haben wir genug oder haben immerhin die Maschine dafür. Aber jetzt geht's ein bisschen auf Lohensuche. Und ich möchte nicht runterfliegen. Dankeschön. Oh. Gas höre ich schon. Oh, da unten ist auch schon Sophie. Löschen kann ich mich ja nicht. Oh Gott. Lauter Herr Pachulkes. Ja, ja, Herr Pachulkes, tschüss. So, Lohn ist immerhin schon mal gespawnt. Oh, die Dinger sind ein bisschen doof. Ja, die hauen ab, das ist gut. Oh, oh, oh. Alter, 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 Alter. Shaders, none. Video Settings, bright. Ich sehe nämlich nichts hier. Oh nein. Blödes Ding hier. Ah, ah. Boah, wie ich die Viecher hasse, Alter. Das ist so ein Hass gegen die Skelette. Wow, wow. Eine Lohnroute, jawohl. Wir brauchen auch nur ein paar. So, mal gucken, hier ist irgendwo ein Lohn. Verdammte Scheiße. Und XP ist auch ganz gut, weil wir wollen auch irgendwann mit unserem Verzauberungstisch an oder einen Verzauberungsraum anfangen. Wieder eine Blaze Rod. Und ein Magma-Schleim. Oh, ein Wither-Skelett. Hallo. Ich sieht man auch kaum. Vielleicht können wir hier sogar den Wither besiegen. Alter. Oh, oh fuck. Hallo. Herr Pachulke. Hier spawnen ja ganz schön viele von den Viechern. Ich muss aufpassen, dass mich das Wither-Ding jetzt nicht tötet. Diese Zombie-Pigments, die sind so süß, diese Babys. Ich finde die so genial. Ah, hallo. Oh, 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 fuck, fuck. Ich möchte ungern sterben, obwohl es eigentlich auch nicht schlimm wäre. Ich kann ja immer zurückkommen. Aber das gefällt mir noch ganz gut hier, dieser Loot hier, der da drin war. Nehme ich die Kiste auch direkt mit, weil wir Kistennot haben wir auch eigentlich immer. Wir brauchen jedenfalls immer Kisten. Oh, die sind so süß. Ah, ah Mann, ey. Also die können. Könnte ich echt adoptieren, so ein Baby-Zombie-Pigman. Weil ich so ein kleines Gesicht habe, es ist so genial. An die mag ich wirklich gerne. Ach du Scheiße. Ja, schieß deinen Kollegen ab, richtig. Pferderüstung. Oh, hallo. Lalalala, macht mir nichts, denn löschen kann ich mich auch nicht. Denn ich brauche irgendwie so Feuerresistenz oder so. Zwar habe ich verliere viel Hunger hier, aber egal. Watch else. So, mal ein bisschen, auch erkunde mal wieder hier ein bisschen. Ein bisschen Loot. Diamant. Oh, dieser kleine Knuddeldudel. Den nehme ich unbedingt mit. Also, den muss ich mir irgendwo einrahmen. Oder ich werde es irgendwo gefangen halten. Nicht gefangen halten, als Haustier mehr oder weniger. Aber wenn man einmal auf Fiesbus stellt, ist das natürlich auch blöd. Scheiße, muss ich noch den Wither-Effekt bekommen? Natürlich muss ich das. Und er gibt nur einen ollen Knochen. Was wir mit Necrotic Bone dann machen. Ah ja, die Hardkanisters. Klar, das ist sogar besser als ein Kopfei, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Erstmal ein bisschen regenerieren. Hoffentlich reicht das Schwert. Wir haben ja noch unser tolles Goldschwert. Das hält bestimmt sehr viel mehr aus. Wir brauchen unbedingt die Gaskonstruktwaffen. Dass wir damit noch nicht angefangen haben, ist mir auch ein Rätsel. Zack.
Alter. Geh kaputt, kaputt. Oh, ich sterbe. Boah, das war knapp. Das war arschknapp. Ich habe gerade wieder aufgehört, den Wither-Effekt zu haben, wo ich fast gestorben bin. Man kann von Wither direkt sterben. Boah. Okay, hier wird niemand mehr spawnen, weil hier hell ist. Huiuiuiui, wie viele... Wir haben 8? Das reicht im Prinzip schon. Natürlich haben wir jetzt hier keinen Stockwall, ja? Ah, ja, aber wir haben kein Holz. Ich würde mir zu gerne jetzt ein neues Eisenschwert machen, weil das hält nicht mehr viel aus. Ich habe auch gar nichts mehr gesehen hier, was ich alles bekämpft habe. Kohle haben die wohl gelassen und sehr viel Knochen. Das ist also wieder regenerieren. Huiuiuiui. Okay, da ist jetzt niemand, das ist gut. Halleluja. Aber wir haben jetzt 8 bekommen, denn wir können jetzt mal wieder gucken bei unserer Ender-Chest. So, Obsidian, das haben wir alles da. Wolle haben wir auch genug. Davon brauchen wir 2. Und dann machen wir nämlich eine Extraction Pipe, dass der Bacon... Ja, dass der Bacon, dieser ungekochte Bacon, sofort in die Truhe kommt. Und dann müsste man eigentlich noch festlegen... wo das dann nachher hinkommt. Weil danach muss man das auch irgendwie irgendwo reinfüllen. Ich denke mal, weil so ein unterirdisches System, denke ich mal, da braucht man Wassereimer und so weiter. Ah, das gucken wir mal, jetzt sind wir fast wieder aufgeheilt. Ach Mist, weil wir jetzt nicht gegessen haben. Jetzt müssen wir nur noch Nein. Spitzhacke. Das dämliche Goldschwert. Wo ist der Ausgang? Nimp. Das ist ein Netawas. Das ist kein gutes Zeichen, weil da wir noch nicht waren. Ich denke, wir müssen der Spur hier folgen. Oder ist das die falsche Spur? Wenig Lust auf neue Monster. Weil das Goldschwert ist schlecht. So stark wie ein Holzschwert. Oh lalalala, Herr Dingsbums. Oh fuck. Gut, der wäre uns noch zur Gefahr geworden. Und hier geht's auch nicht. Ah nein, wir müssen bei den Lohnen vorbei. Ja, das kann sein. Es ist eine Lohe, okay. Abhauen. Hat nicht mehr viel. Meine Fresse, ist das denn überhaupt der richtige Ausgang? Ich glaube noch nicht mal. Glaube ich. Also die Lohe möchte ich eh gerade besiegen. Du warst... Nee, hier geht's auch wieder nicht raus. Huiuiuiui, weg mit dir, Fliege, meine Fresse. Fliegen sind doch schlimm im Sommer, ey, bei mir überall am Bildschirm da, was weiß ich wie. Boah, Goldschwert, das ist der letzte Müll, Müll. Hoffentlich kein... Gut, wir dürfen jetzt auch nicht alles so hell machen, weil wir unbedingt Gebiete brauchen. Oh. Weniger. Alter, nee, ich mach's mal auf Fies wohl. Auch wenn das jetzt hier die Scheißmethode ist, aber sonst kommen wir niemals nach Hause, weil ich überlebe nicht. Da drüben sind wir, Alter. Es ist auch hier so arschdunkel. Ich sehe nicht, wo irgendwas ist. Ich sehe zu verrecken nichts. Ist hier unten was? Ja, anscheinend. Wenn man hier lang geht... Ah, okay, jetzt habe ich es gefunden. So, hier habe ich dann doch was gesehen, dass hier nichts mehr ist, nämlich. Perfekt. Schön. Haben wir es dann doch noch geschafft.
Auch wenn wir die Monster jetzt ausmachen mussten, aber gut. Was soll ich machen? Mit einem halb kaputten... Wie viel? Elf Schläge. Und ein Schlag gibt doch, glaube ich, 3 ab so oder so. Also so... Mit Glück hätten wir eine Lure damit getötet. Ich traue niemandem. So. Wenn wir jetzt schlafen gehen, dann können wir wieder die Shader anmachen und wir machen uns ein schönes neues Eisenschwert. So, zack, zack, zack. Normal. Mad. So. Ah ja, hier backt noch der halbe Neta rum. Das ist wegen Optifine. So. Wir brauchen... Ah ja, wir haben ja schon... Mal ein Diamantschwert machen. Ich denke. Naja, wir machen das, glaube ich, erst, wenn wir den Verzauberungstisch haben, weil ich will das nicht beschaden. Schädigen eher. Beschaden, was ein Schwachsinn. So, okay, da können wir das erstmal behalten. Dann brauchen wir jetzt erstmal Obsidian. Sieht sehr interessant aus. Ich glaube, wir brauchen 4, ne? Ja, wir brauchen 4. Wir brauchen 2 Truhen, die haben wir auch dabei. Dann brauchen wir 8 Dingens, die haben wir auch dabei. Wir brauchen 2 Wolle. 2 Enderperlen. Das steht auf der Liste. Alter, hier geht's wieder ab, bestimmt. Oh, Alter, die Wolle. Was machen wir mit der Wolle? Wir müssen echt was Schönes mit der Wolle machen. So. Wieder ein Spotsback. Zack und zack. Die können wir auch bald aufmachen. So. Gut, perfekt. Jetzt haben wir wieder ein schönes Eisenschwert. Unsere Rüstung hat auch gut gehalten. So, Ender Chest. 2 Stück. Wir lassen es am besten auf weiß auf weiß. Da haben wir noch keine Benutzung für. Und wir machen... Ah, wir brauchen natürlich jetzt auch noch eine Pipe. Uns aber echt hart verdient hier, diese Ender Chest. Wir brauchen eine Extraction Pipe. Dafür brauchen wir aber auch noch eine Redstone Engine. Hier, wir brauchen 2 Wooden Gears Pisten. Da brauchen wir Eisen. Da brauchen wir noch... Holz, Baumfarben, auch dringend nötig. Bald geht das Holz wirklich aus, das glaubt man kaum, weil wir gar keinen Baum mehr gepflanzt haben. Und dann brauchen wir jetzt noch Redstone etwas, das ist die Sache. Das dürfte eigentlich reichen. Ja, und einfach ein bisschen Holz. Und wir brauchen definitiv noch ein Holzzahnrad. Hat das andere nicht mitgenommen? So geistig umnachtet hier. Ja, sind wir. Gut zu wissen. Dann brauchen wir auch noch einen Hebel. Den müssen wir da, um das zu aktivieren. So, Woodgear. Das haben wir, haben wir, haben wir. Wir brauchen noch Glas, natürlich auch eine Sache. Einen Piston. Ein Glas. Glas ist eigentlich auch mal relativ wichtig. So, Redstone Energy. Perfekt. Engine. Energy, boah, ich gerade da hingeguckt. Buildcraft Energy. Davon ist es. Das Buildcraft hat sich jetzt auch unterteilt in neue Gebiete. Okay, die Farm funktioniert auch. Ich hatte schon befürchtet, die legen keine Eier mehr im Wasser oder so. Aber doch, das passt. So, dann tun wir die Pipe da dran. Das soll von da nach draußen. Wir setzen es auf Non-Blocking. Der soll nicht blocken. Der soll Raw Bacon nicht blocken. Bitteschön. Zack. So, und dann kommt das nämlich in die Ender Chest. Die auf weiß, was weiß ist, dann gehen wir hier auf Dingsbums und setzen das mit einem Hebel auf an. Und da kommt der Bacon da rein. Und wir machen das dann so, dass wir den Hopper hier abbauen. So, wir nehmen den Input von oben. Nehmen wir sowieso. Das geht aber nicht automatisch hier rein. Das geht wahrscheinlich, weil das eine Kiste einfach ist. Ich dachte schon, das kriegt mir nur mit einem Diamant, wenn das jetzt kaputt gegangen wäre. Ich hätte es mir zurückgecheatet. Ohne Scherz. Dann können wir einfach ein Item-Duct nehmen und das Ganze mit einem Crescent Hammer aktivieren. Ja, dann tun wir nämlich das... Ja, um das zu... Ja, es muss so sein. Hier. Zack. Das soll weg. Das soll raus und da soll's rein. So passt nämlich noch nicht, denn wir brauchen noch einen Hebel. Den letzten, den wir haben. So, weg damit.
Ne, hier so. Ja, den Hebel würde ich auch gerne da haben. Wunderbar. Dann machen wir den dann so. Das ist ein bisschen dumm. Ah, ne, noch nicht mal, weil wir können nämlich hier den Hebel setzen. Perfekt. Schön. Gewinnt jetzt ja nicht immer einen Schönheitspreis, aber es heißt, es ist effektiv. Ja. Die Redstone Furnace ist immer beschäftigt, cooked Bacon zu machen. Und das kann dann eigentlich schon in unsere Nahrungstruhe. Da braucht man ein paar mehr Item Ducts. Und dann haben wir eigentlich auch was schön Lustiges wieder gemacht hier. So, zack. Wie macht man Item Ducts? Mit Zinn und Blei. Das war's. Blei muss ich unbedingt mal wieder nachfüllen. Oh, hier wird was nachgefüllt. Lustig. Klar, wir haben nur 4 Bleiblöcke. Das ist echt wenig im Vergleich. Oh Gott. Das ist gar nicht so viel. So, Blei und Zinn, oder wie war das? So. Dingsbums. Jo, 62, passt. Da müssen wir das Ganze mal aufgraben. Wir setzen aber noch nicht den Output. Ach, da unten ist ja das Ding. Ah, das ist ganz praktisch sogar. Das ist wirklich ganz praktisch. Wo ist unsere Essenstruhe? Hier ist unsere Essenstruhe. Das Ganze müssen wir hier nur aufgraben, damit wir das dann auch hier drunter aufgraben können. Ein paar hat auch dieser, der Dingsbums hier, dieser Vakuumhopper, hat schon ein paar aufgesaugt. So, wir machen erstmal noch keins dahin, oder? Müssen wir? So, warte mal. Der gibt noch nichts ab, ne? Also zur Not brauchen wir jetzt hier den Crescent Hammer und der soll einfach nichts tun. Zack. Dann da dran. Wo ist das nochmal hier? Da. Okay. So. Und wir müssen überall den Input abklemmen. Der soll einfach nur parallel daneben laufen. Hier sagen wir rausnehmen. Und das müssen wir dann sagen, indem wir sagen hier unten Ausgabe. Mit jedem Mal werden 3 rausgenommen, sofern ich weiß. Und gucken wir mal. Ja, perfekt. Werden die bei jedem Mal mit reingetan. Schön. Wunderbar. Dann jetzt nur noch verkleiden hier mit den Slabs. Oder wären wir eigentlich auch schon durch mit dieser Aufgabe? Zack, hier. Oder liegen ganz schön viele noch hier? Ah, der Vakuumhopper hat ja auch Dienste geleistet. Okay, die werden wir wohl... Das werden wir wohl verlieren müssen. Aber ich glaube, das reicht sogar schon. Weil wir ja nur die Hälfte wieder zurücktun müssen. Ja, die 10 werden locker reichen. Naja, so locker auch wieder nicht, aber immerhin hat's gereicht. Zack, weg damit. Warum auch immer wir doch diese Hollow-Dinger haben. Das wäre immer noch ein Rätsel. So, da können wir jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen gucken, wie viel wir eigentlich von allem haben. Denn wir könnten eigentlich schon mit unserem Necrotic Bone eigentlich schon sowas machen, weil wir haben Milcher Red Hearts. Wir haben theoretisch Jeweled Apples. Redstone, warte mal. Ah ja, warum gucke ich hier eigentlich? Was ist eigentlich da drin? Nichts. Ist auch ein bisschen seltsam. So. Redstone hier rein, das Zeug's auch da rein. Diamanten kommen da nicht rein, weil die nicht aus der Smeltery kommen. Zack, da... Jetzt wo da reingehen. Kohle gibt es aber einen Platz dafür, nämlich hier oben. Und dann habe ich eigentlich eine goldene Pferderüstung. Das können wir nämlich unserem Horst Detlef anziehen. Der Name ist auch so selten dämlich. Ja, Horst Detlef, du bekommst eine Pferderüstung. Wunderschön. Haben wir extra in der Hölle für dich gefunden. So. Einen Hopper brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen den sicherlich bald. Den tun wir am besten auch mal zur Technik einfach dazu, weil man den dann da immer braucht. So, das ist eigentlich hier zu Mob Drops kommt das Ganze. Können wir nämlich in der Holztruhe noch das hier abladen. Den Sattel können wir eigentlich auch nochmal in der normalen Kiste abladen. So, der Rest kommt unter Mob Drops und dann wären wir eigentlich schon komplett durch. Das ist eigentlich ganz schön. Hier, die müssen wir auch nochmal ein bisschen updaten, hier die Falle. So, zack, zack, zack. Die Necrotic Bones kommen einfach da rein. Die 3 mache ich wieder
zu Schleimbällen. Die sind nämlich ganz praktisch, wenn man dann Schleimbälle hat. Sonst hätten wir nie Schleimbälle bekommen. Was ist denn da drin? Division Sigil. Sag ich nicht nein. Das nehmen wir alles mit. Zack. Ah, oh, wieder der. Ja, gut. Oh. Gesundheit. So, nehmen wir alles wieder mit. So. Lebt da noch einer? Sieht nicht so aus, ne. So, dann haben wir noch hier so lustige Sachen. Brauchen wir eigentlich mehrere Division Sigils? Ich weiß es nicht, weil wir haben ja schon... Die Truhe ist auch übrigens voll. Wir brauchen die Safari-Netz alle nicht. Und diese Reitersender sind alle dumm. Safari-Netz braucht man die irgendwo für. Jailer Safari-Net, ne. Und wir werden immer das goldene Lasso verwenden. Das ist nun mal die Sache. Das werfen wir fort. Lalala, lalala. Phosphit brauchen wir auch nicht. Adios, alles, alle zusammen. So, und jetzt kommt das da rein, Sattel, das Quarz kommt auch zu den Erzen. Und dann haben wir es aber endgültig geschafft, zwar war die habe ich jetzt semi-interessantes Einsortieren auch noch mitgemacht. Aber trotzdem, ich denke mal, das ist doch ganz okay gewesen. In generell, die Folge, ich habe mich jeweils bemüht, was Lustiges jetzt mal zu machen. Ich denke, ich hoffe, es ist mir auch gelungen, weil ich finde echt, unsere Tierfarm, die ist so... so perfekt eigentlich, so simpel und so einfach, aber eigentlich so effizient. Deswegen, also das finde ich schon ziemlich richtig genial. Ich glaube, da hinten spawnen auch noch... Na, doch nicht. Und ich glaube, Eier haben wir dann auch genug. Ja, ja, das reicht definitiv. Und hier haben wir bestimmt auch einiges. Die werden Highspeed rausgepumpt. Achso, ich dachte mir, wo gucke ich denn? Forstschad? Ah, klar, logisch. Da ist eine Schere kaputt gegangen. Natürlich unsere erste Schere, was auch sonst. Das möchte ich gerne wieder haben. Dankeschön. So, und hier sind natürlich die Sachen, die alle abgezogen werden. Ich würde auch sagen, wir nehmen dann das erst zuerst. Ist auch vollkommen Wurst eigentlich. Der zieht das eh alles ab. So, da kommen die alle. Eigentlich ist unsere Maschine stetig am Laufen. Und macht ganz, ganz viele Cooked Bacons. Das ist so genial. Und das können wir nachher benutzen für den Baconator. Den könnten wir auch mal machen. Aber dafür brauchen wir einen fetten Teich, damit Tintenfische spawnen. Und dann müssen wir die in eine Flasche tun und den Tintenfisch in der Flasche müssen wir dann braten. Und dann bekommen wir so ein Blue Mob Ingot raus von Darkcraft und damit kann man dann so einen Baconator machen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Allerdings brauchen wir dann, wie gesagt, einen... Ja, wir müssen einen mega Teich anlegen. Aber das kommt alles beim nächsten Mal. Naja, dann vielen Dank fürs Zusehen von dieser Folge hier. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Let's Play, bei der nächsten Let's Play-Folge wieder. Bis dann und Tschüssikowski.